So, im ersten Video habe ich euch erklärt, wie man überhaupt in diesen Spiegel hineinkommt. Solltet ihr das verpasst haben, unbedingt nachholen. Jetzt schauen wir uns mal an, was es da zu holen gibt. Seid ihr durch den Spiegel gegangen, steuert zunächst den Item Room an. Da werdet ihr Knife Piece 1 finden. Was das bedeutet, erzähle ich euch später. Ansonsten noch ein paar Informationen zu dieser Ebene. Ihr könnt mit The Lost weiterspielen hier. Es ist alles gespiegelt auf dieser Ebene. Ihr werdet die Item Rooms genauso fortfinden. Ihr werdet die Boss Fights genauso fortfinden. Es ist halt euch überlassen, ob ihr euch traut, das zu machen. Vergiss nicht, ihr seid The Lost. Ihr habt Holy Mantle bzw. Holy Shield. Den Effekt, einmal dürft ihr getroffen werden, seid ihr tot. Und dann ist auch euer Hauptcharakter tot und dann ist vorbei. Also entweder holt ihr nur den Keypiece hier ab und haut sofort ab, oder ihr riskiert es, könnt natürlich vielleicht das eine oder andere Item noch absacken und wieder zurückkehren. Was auch noch interessant ist, ist, nachdem ihr zurückgekehrt seid, verwandelt ihr euch in eure Ursprungsform zurück, aber ihr könnt nochmal in das Feuer laufen, wenn ihr möchtet. Und wenn das passiert, seid ihr wieder The Lost und ihr könnt wieder durch den Spiegel. Allerdings, wenn ich hier schon auf der anderen Seite durch den Spiegel alles gemacht habt, dann findet ihr hier nichts mehr. Könnt auch gar nicht mehr weiterspielen. Denn man kommt erst weiter auf dieser normalen Ebene. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, nachdem ihr das einmal nochmal gemacht habt. Das war euer Hauptcharakterwerk. Aber sobald ihr eine Ebene weitergeht sozusagen, ist euer Charakter auch wieder normal. Also ihr seid nicht mehr The Lost und ihr könnt ganz normal weiterspielen. So, und zum Schluss, nachdem ihr euer Keypiece abgeholt habt, bringt ihr euch auf der Hauptebene den Weg frei und springt auf die nächste Ebene. Und da schauen wir in der nächsten Folge weiter, wie es da weitergeht.